Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, auch wir, Herr Basch, begrüßen ausdrücklich, dass die Arbeitszeit der Lehrer hier im Landtag Thema wird und wir uns da ausführlich drüber unterhalten. Für uns steht fest, dass Lehrer entlastet werden müssen. Besonders Belastete zuallererst. Dabei, das ist gerade gesagt worden, kann man natürlich nicht nur auf Unterrichtsverpflichtung, Arbeitszeit gucken, sondern man muss tatsächlich auch eine psychische Belastung in verschiedenen Situationen in den Blick nehmen. Und gerade jetzt im Prozess der Inklusion werden diese Belastungen sicherlich steigen oder sich auch verändern, sodass man das auf jeden Fall mit einbeziehen muss. Lehrerarbeitszeitmodelle, ihre Vor- und Nachteile sind hier im Landtag ja schon häufiger diskutiert worden. Wir waren da noch nicht dabei, aber wir haben die Protokolle mit großer Aufmerksamkeit gelesen. In der Lehrerschaft besteht die Befürchtung, dass neue Arbeitszeitmodelle vor allem aber mehr Arbeit bedeuten. Und aufgrund der Erfahrung der Kollegen ist diese Gefahr natürlich nicht von der Hand zu weisen. Und diese Sorgen müssen wir auf jeden Fall ausräumen. Die Kolleginnen an den Schulen arbeiten alle im Durchschnitt viel zu viel. Und die tatsächliche Arbeitszeit ist sehr viel länger als von den meisten vermutet. Und Frau Gebauer, Sie hatten gerade schon darauf hingewiesen, auf die viel zitierte Mummert und Partner-Studie, die besagt, dass 60% der Kollegen völlig überlastet und gesundheitsgefährdet sind. Und die Studie ist lange her und es ist viel Neues dazugekommen. Wenn wir uns mal anschauen, was ist seitdem passiert, die Entwicklung von Schulprogrammen, die schulscharfe Einstellung von Lehrkräften, Förderempfehlungen, Lernstandserhebung, Abschlussprüfung, Schulinspektion, jetzt die Inklusion. Außerdem, das darf man nicht vergessen, die Pflichtstunden der Lehrer ist in den letzten 10 Jahren erhöht worden. Die Entlastungsstunden für Kollegen ist aber zurückgefahren worden. Das heißt, die Belastung ist definitiv auch rein rechnerisch gestiegen. Am Mindener Modell gibt es zu Recht viel Kritik und ich freue mich, dass man jetzt hergeht und die anderen Modelle mit einbeziehen will. Ich brauche die Kritik, die ist bekannt von den Lehrerverbänden, muss ich gar nicht hier aufführen. Man muss darauf achten, dass wenn wir ein Lehrerarbeitszeitmodell haben, dass man nicht bestimmten Kollegen die Zeit gibt zur Entlastung und sie anderen Kollegen aufdrückt. Das heißt, das Ganze hat nur Sinn, wenn neue Kollegen in die Schulen kommen, dass es eine tatsächliche Entlastung gibt und nicht nur partiell für einige Kollegen, die zum Beispiel ein Korrekturfach haben. Die Rolle der Kommission in dem Antrag ist mir nicht ganz klar. Das hört sich für mich nicht richtig spannend an, weil der Kommission wird in ihrem Antrag meiner Ansicht nach zu viel Macht eingeräumt und dem Landtag zu wenig. Da steht wörtlich drin, dass aufgrund des Ergebnisses der Kommission die Landesregierung hergehen soll und ein Arbeitszeitmodell erstellen soll. Und ich meine, da fehlt der Landtag da drin. Ich denke, wir sollten das hier gemeinsam mit allen Fraktionen im Landtag machen. Und ich stimme dem zu. Ich glaube, am besten wäre es, wir schafften es gemeinsam mit allen Fraktionen, da was auf den Weg zu bringen. Und ich freue mich auf die Diskussion. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Kollegin Pieper, für die Landesregierung.